Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Nach so viel Schokolade gibt es heute einen fruchtig frischen Kuchen. Ich verwende ein Obst, das sehr beliebt ist und eigentlich auch jeder zu Hause hat. Den Apfel. Ich bereite einen Tortenboden zu, darauf kommt dann eine Apfelschicht, darauf eine Stracciatella-Creme und zum Schluss ein leuchtender Guss. Wenn ich euch jetzt wieder neugierig gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran, denn gleich kommen die Zutaten. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten. 110 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker, 2 Eier, 1 Eigelb, 140 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Für den Boden verrühre ich als erstes die Butter mit dem Vanillezucker und dem Zucker. Wenn die Butter hellgelb und cremig ist, gebe ich die Eier und das Eigelb einzeln dazu. Durch das extra Eigelb soll der Boden etwas gelber werden. Zum Schluss werden Backpulver und Mehl miteinander vermischt und mit den anderen Zutaten verrührt. Erst einmal ohne Motor, damit es nicht staubt, und dann mit. Der fertige Teig kann nun in unsere 26er Springform. Die Backform habe ich schon mit einem Backpapier ausgelegt. Jetzt müssen wir noch den Teig gleichmäßig verteilen und glatt streichen. Ja, da müssen wir uns ein wenig anstrengen. Der Teig kommt für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. So, der Tortenboden ist fertig gebacken und kühlt jetzt ab. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Apfelschicht zu. Und dafür brauchen wir 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft, 200 ml Multivitaminsaft, 70 bis 90 Gramm Zucker, 50 Gramm Speisestärke, 50 ml Multivitaminsaft zum Anrühren der Speisestärke und natürlich 900 Gramm Äpfel. Die Äpfel werden entkernt, geschält und in kleine Stücke geschnitten. Als Apfelsorten eignen sich zum Beispiel Lunagold oder Pink Lady, weil diese nicht zerkochen. Jetzt werden die Apfelstücke noch mit Zitrone verrührt, damit sie nicht braun werden. Die Äpfel habe ich diesmal nicht gewürfelt, sondern gestüftelt. Und nun werden sie gekocht. Dafür gebe ich den Multivitaminsaft und den Zucker mit in den Topf, verrühre sie und koche alles etwa 3 Minuten. Mit dem restlichen Multivitaminsaft rühre ich die Speisestärke an. Die kommt dann auch gleich zu den kochenden Äpfeln. Und schön umrühren. Jetzt müssen unsere Äpfel nur noch abkühlen. Und wer es immer so eilig hat wie ich, der stellt sie einfach ins Wasserbad. Die nun lauwarmen Äpfel werden auf dem Tortenboden gleichmäßig verteilt. Der Multivitaminsaft gibt unserer Apfelschicht eine schöne orange leuchtende Farbe. Die Torte kommt jetzt in den Kühlschrank, damit die Äpfel schön fest werden. Nachdem die Äpfel abgekühlt sind, machen wir mit der Creme weiter, mit der Stracciatella-Creme. Und dafür schlage ich 200 Gramm Sahne mit 15 Gramm Sofortgelatine auf und verrühre 300 Gramm griechischen Joghurt mit 15 Gramm Sofortgelatine, 40 Gramm Zucker und 60 Gramm Raspelschokolade. Achtet darauf, dass die Sahne schön kalt ist. Den Joghurt könnt ihr auch durch Schmand, Creme Fraiche oder Mascarpone ersetzen. Die Raspelschokolade macht die Creme knackig. Diese heben wir zusammen mit der Sahne unter und dann ist die Creme auch schon fertig. Die kommt dann auch sofort auf die abgekühlte und feste Apfelschicht. Nachdem wir die Creme verteilt haben, wird sie noch glatt gestrichen. So, noch eine Runde und ich bin fertig. Und jetzt muss der Kuchen erstmal für 1,5 Stunden in den Kühlschrank. Nachdem die Creme auch fest ist, müssen wir noch einmal an den Herd.
denn wir müssen noch ein Päckchen klaren Tortenguss mit 30 Gramm Zucker und 250 Milliliter verdünnten Multivitaminsaft aufkochen. Wie man den Tortenguss aufkocht, wisst ihr bestimmt. Nur den Zucker mit dem Tortengusspulver mischen, dann mit der Flüssigkeit glatt rühren und eine Minute aufkochen lassen. Den fertigen Guss sollte man am besten über einen Löffel laufen lassen. So verteilt er sich besser und macht keine Löcher in die Creme. Und dann ganz schnell verteilen, denn durch die kalte Creme wird er auch schneller fest. Ach, wenn doch nicht immer diese Wartezeit wäre, die Torte muss nur einmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nachdem nun auch der Tortenguss fest ist, habe ich schon einmal 200 Gramm Sahne mit 2 Teelöffeln Sahne Apart für meine Sahnetoast aufgeschlagen. Und die mache ich heute extra groß. Und nun können wir die Torte anschneiden. Ist da wieder eine Ecke hängen geblieben? Na, vielleicht fällt euch das ja nicht auf. So sieht mein Kuchen von innen aus. Wir haben hier den Tortenboden, die Apfelschicht, die Stracciatella-Creme und obendrauf den leuchtenden Guss mit dem Sahnetuff. Wenn euch dieser Kuchen jetzt genauso gut gefällt wie mir und ihr den einmal nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!